Florian Silbereisen kümmert sich liebevoll um Beatrice Eglis und wird verdächtigt, Vater zu werden. In sozialen Netzwerken interessiert sich die Öffentlichkeit oft für Geschichten, die sich um das Leben und die Aktivitäten von Prominenten in der Unterhaltungswelt drehen. Daher sind Florian Silbereisen und Beatrice Eglis zu Charakteren geworden, die in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit von der Online-Community erhalten haben. Der Arbeitsstatus und Lebensrhythmus der beiden Menschen wird auf vielen verschiedenen Informationskanälen aktualisiert, was zu gemischten Meinungen und Kommentaren führt. In letzter Zeit achten die Leute auf die Veränderungen von Beatrice Eglis und wecken einige Zweifel, wenn sie die Änderung in der Ernährung der Sängerin anhand der Fotos sehen, die sie kürzlich auf ihrer persönlichen Instagram-Seite gepostet hat. Zuvor war Beatrice Eglis als Mädchen bekannt, das sich sehr für Fastfood interessierte, obwohl sie wusste, dass es nicht gut für ihre Gesundheit war. Aufgrund der Attraktivität, die sie mit sich bringen, sowie ihres Hobbys verwendet die Sängerin diese Lebensmittel jedoch regelmäßig und kombiniert sie mit intensiverer Bewegung und Sport, um gesund zu bleiben, eine wünschenswerte Figur vieler Mädchen, sowie die Erfüllung der erforderlichen Anforderungen Arbeit. Aber in ihrer neuesten Statuszeile zeigte sie ihren Fans eine Standardmahlzeit, die ihr neuer Ehemann für sie zubereitet hatte. Zum Essen gehören nahrhafte, gesunde und gesunde Gerichte, die Florian Silbereisen liebevoll für sie zubereitet. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Beatrice Eglis auch noch eine kleine Botschaft auf Wiedersehen Fastfood anhängt. Es ließ die Öffentlichkeit an ihren Motiven zweifeln. Was könnte Beatrice Eglis veranlasst haben, ihre Lieblingsspeisen zugunsten einer gesünderen Ernährung aufzugeben? Vielleicht haben die beiden ihr erstes eigenes Kind bekommen, also ist die richtige Ernährung ein notwendiger Anfang für Beatrice Eglis und ihr Baby, um eine gute Gesundheit zu haben oder nicht. Florian Silbereisen und Beatrice Eglis sind derzeit auf Auslandstournee und haben darauf noch nicht reagiert. Alle erwarten jedoch bald gute Nachrichten von ihnen.